Alter, ist das hier viel Rohstoffkram. Also ich bin echt froh, dass ich hier den, dass ich hier die Seed von der Welt, dass ich die genommen habe mit der Mesa, also mit den Badlands. Das ist schon recht geil. Ja, ja. Da habe ich vorhin auch, irgendwo welche gesehen. Habe ich gesehen. Aber ich weiß nicht mehr wo. Ich war hier schon so viel unterwegs. Wird das schon wieder Nacht oder? Wenn ja, dann bitte mal Timeset. Super, danke. Die sind gar nicht so doof. Die sind manchmal ganz schön schlau dafür, dass sie kein Gehirn im Kopf mehr haben. Die ollen Trockenköpfe, ey, echt. Ja, ist schon erstaunlich. Aber die essen ja auch ständig Gehirn. Was? Ja, ja, ich bin gleich da. Ja, ich bin gleich da, Horsti. Also, mich erinnert das jetzt hier gerade an eine traumatische Erlebnis, das ich schon mal in einer Mesa in Badlands hatte. Und zwar, als ich mich so tief verirrt habe in so einem Teil und dann habe ich unten irgendwie eine Truhe mit lauter Gold und Rotstein hingestellt. Die habe ich nie wieder gefunden. Naja, die habe ich nie wieder gefunden. Bis heute. Ja, ich suche bis heute danach. Ich musste mich, am Ende musste ich mich einfach straight rausgraben aus dem Berg. Weil ich einfach überhaupt nicht mehr rausgefunden habe. Und die Truhe habe ich nie mehr wiedergefunden mit dem ganzen Gold drin. Naja. Ja, ja. Die kleine Goldtruhe kann beim Honk abgegeben werden. Bitte geben Sie die kleine Goldtruhe beim Honk ab. Ja, ja. So ungefähr. Hui. So, da. Schieß nicht auf mich. Hier leckt was. Ach nee, ich habe keine Pfeile mehr. Fuck. Ich habe keine Pfeile mehr. Das ist das Problem. Jetzt muss ich zum Skeletor in den Darkroom. Komm schon. Oh, hier ist eine Tropfsteinhöhle. Tropfsteinhöhle, Tropfstein. Was schreit der Kerl da so? Ich will keinen Rotten Flush mitnehmen. Okay, dann. Ich guck mal, was das hier ist. Nö, nö, aber der interessiert mich jetzt auch scheiß, weil ich habe hier was gefunden. Dripstone Block, geil. Was heißt das? Wie macht man das? Ja, 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 ja. Kessel. Ah, interessant. Aber ich finde auch die Struktur von diesen Dripstone-Blöcken ganz interessant, sehe ich gerade. Ja. Das war. Und wenn du drauf springst, dann wirst du aufgespießt. Ja, das ist schon implementiert. Das ist schon implementiert. Da gibt es sogar eine Meldung, so und so was cured by Dripstone. Also aufgespießt von einem Dripstone. Ich glaube auch, wenn man drauf springt, wenn man auf einen, der hoch steht, wenn man auf den drauf springt, wird man, glaube ich, auch aufgespießt. Also ich werde es nicht testen. Alter Schwede, ich bringe so viel Kohle mit nach Hause. Komm, wir zwingen ihn dazu.
Wir machen einen Schalter, der an TNT unter seinem Haus ange... War. Ne, weiß ich jetzt auch nicht. Ja. Von heute. So. Bei Skeleton. And Enderman. Alle zusammen so. Wo ist die Gangbang? Entschuldigung. Let's be a mosh. Ihr alle miteinander. Ja. Das wollen die aber nicht. Und es hat Bumm gemacht. Tausendmal berührt. Die Höhle dabei exploriert. Tausend und eine Nacht. Und es hat Bumm gemacht. Und der Westy war tot. Ich muss nach Hause. Ich habe so viel Rohstoffe geholt. Westy, ich kann nichts mehr aufnehmen. Ja. Und wisst ihr was? Vorhin die 3 Stunden, ich konnte nichts mehr aufnehmen. Oh mein Gott, ist das scheiße. Hier regnet's. Oh, ist das geil. Hier gibt's so viel schönen, bunten Dingston. Bohnen. Was? Ja, wo ist die? Aua! Looten! Milchtrinkpause? Irgendwie nicht ohne Knochen. Doch. So. Ah, ich bin wieder auf dem Weg nach Hause und es regnet so schön. Ach, ist das fein. So. In der Susanne regnet es nicht? Ich bin der Hossi. Ja. Susanne, du alte Tropfsteinhöhle. Hoffentlich guckt hier keine Susanne zu. Ah, das ist Susi. Ich kannte noch nie eine Frau namens Susanne. Kommt mir komisch vor. Also ich hatte ja schon Freundinnen mit allen möglichen Namen, ne? Und es gab auch schon jemanden aus der Zuschauerschaft, sei mal gegrüßt, ich nenne deinen Namen nicht, der gesagt hat, du hast so viele Frauen gekannt und so weiter und so viele Namen und so, ne? Aber eine Susanne war noch nicht dabei. Also, liebe Susannes da draußen. Knickknack. So, Knack. Ist so. Ja, ne. Kiosch, du hast ja vorhin gerade irgendwas gesagt, so von wegen zu deinen Zuschauern, von wegen mit Drakensang. Hast du vor Drakensang zu Let's Playen? Es ist eine gute Entscheidung, allgemein Drakensang zu spielen. Da kann man nichts falsch machen. Nur die besten Let's Player spielen Drakensang. Nur die besten Let's Player spielen Drakensang. Da gibt man ihm einmal ein Lob, diesem Vogel, und dann, na? Der Eikenlober.
Das hört sich an wie so ein bayerischer Name, so. Das ist der Eigenlober Sepp. Ja, der Sepp Eigenlober, der ist, ja. Eimer. Eimer. Ich weiß das nicht. Ich weiß eine Person, die war bekannt als der Ohrmann. Prinz Charles. Und Genscher. Genscher. Hans-Dietrich Genscher, der war auch der Ohrmann. Kiosch Timeset? Mach mal. Ja, danke schön. Schulz. Hosti. Wenn du in eine Schlucht fällst, weiß aber jeder darüber Bescheid. Echt, ey. Du bist laut. So, ich bin am Überlegen, ob ich jetzt mein ganzes Eisen in eine Sache Ah, geil! Spaß! Ich habe einen fahrenden Händler vor der Tür. Nimm die Axt. Ich hau den einfach tot. Jetzt ist zu spät. Ich muss erstmal seine bekackten Lamas platt machen, die mir gerade meine Felder zertrampeln im Todeskampf. Sauweide. Oh ja, habe ich sogar noch ein bisschen Leder bekommen. Leider. ich überlege. Ja, das bringt ja eigentlich nichts, ne? Ich müsste unbedingt mal Bogenpfeilspitzen holen. Ich müsste unbedingt Gravel abgraben. Und Hühner killen. Das wäre eigentlich die nächste Aufgabe. Eigentlich. Wenn ich schlau wäre, würde ich das tun. Aber wo wäre denn der Spaß, wenn ich mal schlau wäre? Schlau gibt's ja schon. Immer diese Scheißdiskriminierung der Blödheit, das kann doch wohl nicht wahr sein, ne? Also, alle wollen immer nur schlau sein. Alle wollen immer nur intelligent und so weiter. Na, ja, genau. Einfach nur mal ein klares Bekenntnis zur Blödheit. Das wäre doch einfach mal. Ja, das wäre leiwand. Farbstoff natürlich. Dann brauchst du kein Lapis Lazuli machen. Dann brauchst du kein Lapis Lazuli zu blauer Farbe zu machen. Würdest du wahrscheinlich eh nicht. Nö. Also siehst du. Schon verloren. So, bei der lieben Leiter von heute. Ich grab hier noch mal ein bisschen die Insel ab, denn irgendwann muss ich doch auch mal eine Hütte kriegen. Ich habe noch keine einzige Wand gebaut. Also eigentlich als zertifizierter Schluchtenscheißer dürftest du da keine Probleme mit haben, ne? Irgendwann erschlagen mich noch die Österreicher dafür, für den ewigen. es gab ja sogar eine. Ja, das ist sowas Ähnliches, kennen wir doch. Die erste Folge deines Minecraft Let's Plays auf dem Zonk-Kanal mit der Laura zusammen und du springst dem Schaf hinterher in die Lava. Ach, war das fein. Ich hab so gelacht. Die Kuh Elsa. Ja, die Kuh Elsa. Von all den Kerzen an der Bahre und. Ja, Fleisch anpflanzen. Fleisch anpflanzen? Welche. Wo gibt's denn hier. Seit wann gibt's in Minecraft Fleischpflanzen? Das wäre doch noch was. Ey, ich werd Mojang vorschlagen, dass es fleischfressende Pflanzen in Minecraft gibt.
Ich habe keine Ahnung, wo du dein Häuschen hinbauen sollst und überhaupt alles Mögliche machen sollst. Alter, was für Rüben! So. Ich habe neulich vom Horsti gestanden und dachte so, irgendwie gefällt mir das da nicht. Das muss weg. Und ja, und dann hat der Horsti gesagt, halt ein, Honk! Aber nein, ich hatte die Axt schon draußen. Unendliche Gewaltfantasien. So, dann sehen wir doch mal zu, dass wir diese Insel vielleicht in eine Burg umgebaut kriegen, in eine Festung. Ach ja, das wisst ihr noch gar nicht, liebe Leute von heute. Das wisst ihr noch gar nicht, was ich vorhabe. Auf diese Insel kommt nicht wie auf Honky Island in meiner Singleplayer ein schnödes Strandhaus oder so, sondern eine Festung. Dieses wird Honky Island Alcatraz. Yo. Mit elektrischem Stuhl und allem drunter und dran. Also, hast du elektrischen Stuhl? Ey, er hat voll reagiert darauf. Sein Gedärm hat auf das Stichwort elektrischer Stuhl reagiert. Ja. Furzwolle? Was? Was ist das denn? Von heute. So. Eine Schaufel baue ich hier noch ab. Dann schicke ich den Horst hier in sein Grab. Weil du nervst, Vogel. So. Ich sag nur Geschwindigkeit auf 50-fach. Oder gibt's eigentlich sag mal, Kevin, du hast Ahnung, du hast richtig Ahnung. Den Noob da, den frage ich gar nicht erst. Sag mal, gibt es eigentlich irgendwie in Minecraft Gravitation? Also, dass man, die man dann auch auf Null setzen kann, so alle Horstis fliegen hoch? Also, ich habe schon mal irgendwas gesehen, dass irgendjemand Kühe hat fliegen lassen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das eine Mod war oder nicht. Also. Ja. Wie lange nehme ich auf? Eine Stunde, eine Minute? Ah, ich könnte mich so hauen, aber ich kann ja nichts dafür, dass das OBS nicht aufgenommen hat. Ich werde ab jetzt wirklich doppelt und dreifach checken. Also ist sowas von. Ja, habe ich auch und er zeigte auch die ganze Zeit eine Vorschau an von der Aufnahme. Ja. Nur ist es halt irgendwie nicht durch die Pipeline gegangen. Ich glaube, ich werde morgen mal ins OBS-Forum mal so einen kleinen Rant schreiben. Also das wäre richtig lustig. So. Oh, Glen Grant ist ein geiler Whisky, ja. Oder besser gesagt, der Grant. Eigentlich sau billig das Zeug, ne? Für einen guten Whisky. Ich glaube 10,99 kostet der dann normalerweise. Und manchmal ist er auch für 9,99 eine Strollerbau so. Ja, mach mal. Aber viel Spaß dabei. Voll Leihwand, Digga. So. Ja, dann sind wir alleine, Horsti. So. Ja. Wir sind jetzt erstmal alleine, weil der Kiosk eine Strollerpause macht. Du hörst nicht zu. Was machst du gerade, Horsti? Zwei, drei, sieben, acht, neunzehn. Weißt du eigentlich, dass man so es hinbekommen kann, dass man umgebracht wird von jemandem, wenn jemand zählt, angestrengt zählt und man sagt die ganze Zeit irgendwelche zufälligen Zahlen?
Da kann man für ermordet werden, ja. Ich kann mir vorstellen, dass der Tobi solche Sachen macht.